Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den August 2017, den Monat der Sonnenfinsternis. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin selbst Steinbock und ich führe euch durch die Konstellationen. Ja, ihr Lieben, bis zum 26. August steht Liebesplanet Venus für euch im Partnerhaus. Das ist erstmal eine gute Nachricht, denn sie lenkt Liebesenergie in eure Beziehungen und Begegnungen. Doch die Venus bildet auch eine Reihe heikler Aspekte, sodass ihr mit Flirtpartnern zu tun habt, die euch zwar verzaubern, aber auch ein bisschen schwierig und kapriziös sind. Da ist mal wieder viel Fingerspitzengefühl gefragt. Denkt dran, dass es auch diesmal wieder eine Beratung bei mir zu gewinnen gibt. Das könnte für euch ganz wichtig werden. Deshalb bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Da gibt es dann mehr dazu. Jetzt schauen wir in euren Erlebnishintergrund. Langfristige Aspekte, die auf euch einwirken. Und da ist so einiges los am Steinbock-Himmel. Erstmal ein sehr schöner Aspekt, ein Romantikaspekt, nämlich zu Romantikplanet Neptun. Der steht günstig zur Steinbock-Sonne. Und das spüren diesmal die Geburtstagskinder, die vom 2. bis 6. Januar Geburtstag haben. Macht sie also romantisch und fantasievoll, offen für Liebesgeflüster und etwas weicher und softer, als die Steinböcke normalerweise oft sind. Aber für euch kommt jetzt dazu, dass dieses Halbquadrat zu Uranus, was ich in der kosmischen Schwingung erläutert habe, jetzt dann eben diese glücklichen Romantiker auch trifft. Das heißt, auch für euch besteht die Gefahr, dass sich jemand anders darstellt, als er wirklich ist. Oder bei euch könnte es auch ihr selbst sein. Mit Neptun im dritten Haus, das ist ja auch das Haus der Selbstdarstellung, wie man kommuniziert, ne? Wie man sich eben darstellt. Also da solltet ihr auch selber darauf achten, dass ihr da möglichst authentisch bleibt und eben jemand anderem nichts vormacht, weil das hat eh keinen Zweck. Nach einer Weile fliegt das auf und dann wäre es doch besser, man hätte sich gleich so gezeigt, wie man ist. Und wie gesagt, das könnten eventuell die Geburtstagskinder zwischen dem 2. und 6. Januar besonders erleben. Genau, ja, dann haben wir weiterhin das Quadrat zu Jupiter. Der steht für euch im 10. Haus der Karriere. Das ist erstmal super gut, aber es ist eben eine Spannung. Das heißt viel Arbeit, der Erfolg ist auch anstrengend und es gibt eben auch den einen oder anderen Zusammenstoß in der Beziehung vielleicht, weil man selber eben beruflich eingespannt ist oder Entscheidungen treffen muss. Und jetzt kommt eben diesen Monat auch noch dazu, dass der Jupiter in einem harten Aspekt zu Pluto steht und der steht ja bei euch im ersten Haus in Konjunktion zur Steinbocksonne und beide Einflüsse gleichzeitig wirken jetzt auf die Geburtstagskinder ein, die zwischen dem 6. und 10. Januar Geburtstag haben oder eben auch auf diejenigen, die andere Planeten dort stehen haben und diesen Aspekt empfangen. Ich habe den ja beschrieben in der kosmischen Schwingung, das kann mit Geld und Schulden zu tun haben, es kann damit zu tun haben, dass ihr vielleicht auch mehr Geld ausgebt als normalerweise, weil ihr ja normalerweise da recht vernünftig seid, aber eben um jemanden vielleicht zu beeindrucken oder auch aufgrund einer beruflichen Entscheidung, ist einfach angeraten, jetzt bis zum 20. August sich da zurückzuhalten und wirklich zu gucken, dass man jetzt nicht sich in Schulden stürzt, weil Pluto ist auch der Planet der Schulden, sondern eben guckt, muss das wirklich sein? Und wenn Anschaffung, dann bitte mit dem Partner ganz genau besprechen, was man da vorhat. Genau, das ist also wichtig diesen Monat. Und nochmal kurz zur Konjunktion mit Pluto, habe ich ja auch schon sehr viel drüber gesprochen, könnt ihr euch auch bitte nochmal im Jahreshoroskop informieren für die Steinböcke. Da habe ich das alles beschrieben für die Geburtstagskinder, die das ganze Jahr über davon betroffen sind. Es ist eben eine Zeit der Transformation. Wenn Pluto auf der Sonne steht, dann passieren gewaltige Dinge, die euch zu jemand anders machen können. Die Absicht des Planeten dahinter, also Pluto will eigentlich nur, dass ihr authentisch werdet und dass ihr wirklich zu eurem wahren Kern vordringt und zu euch selbst steht. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Aber für viele Steinböcke ist es auch eine sehr schwere und eine sehr anstrengende Zeit. Es kann auch gesundheitlich Schwierigkeiten mit sich bringen. Also wenn ihr da wirklich in einem großen, großen Umbruch steckt, in einer großen Transformation, dann hat das eben einfach damit zu tun und dann müsst ihr auf euch Acht geben und müsst eben auch schauen, dass die lieben Leute, die ihr um euch rum habt, euch da auch unterstützen. Aber dafür müsst ihr euch natürlich auch mit denen einigermaßen gut verstehen, weil Pluto bringt es auch mit sich oft, dass man sehr harsch wird, radikal wird, dass man oder sich ganz nach innen kehrt. Ne? Da müsst ihr natürlich euer eigenes Verhalten auch ein bisschen beachten und beobachten.
Genau, so viel also dazu. Dann haben wir noch die Spannung zu Uranus. Das habt ihr ja auch schon eine ganze Weile. Den habt ihr im vierten Haus stehen, der Familie. Und der wird ja eben in diesem Monat rückläufig und entfaltet dadurch eine besondere Kraft. Und kann eben auch mit den Aspekten, die ihr zur Venus bildet, die ja für euch im Partnerhaus steht, zum Teil so eine Trennungsgefahr mit sich bringen. Deswegen hier auch mein Tipp, dass man da wirklich nicht aus einem Impuls heraus was tut, was der Beziehung schadet oder eben sich vielleicht sogar trennt, weil es kann echt sein, dass ihr eure Meinung dazu auch nochmal ändert. Es kann auch Trouble in der Familie bedeuten, ne, mit Familienmitgliedern. Vielleicht ziehen auch Kinder aus, das kann es auch sein, Uranus. Ne? Auf einmal sind die weg und das kann einen dann auch in eine Krise stürzen. Also Uranus sind viele, viele Umbrüche. Auch das habe ich im Jahreshoroskop ausführlichst erläutert. Und das spüren jetzt in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 17. und 20. Januar Geburtstag haben. Und auch hier nochmal der Hinweis, der bildet ja eben hier diesen Aspekt jetzt zu Neptun, wenn ihr neue Leute kennenlernt. Vielleicht haben die noch eine andere Agenda oder noch einen anderen Partner oder ändern nochmal ihre Meinung. In den nächsten 3 Monaten müsst ihr also besonders darauf achten und es immer schön langsam angehen lassen. Das wäre wichtig. Soweit also die langfristigen Aspekte für euch. Jetzt schauen wir uns den Monat von Anfang an durch mit euren Top-Tagen. Die Sonne steht im Löwen für euch im 8. Haus der festen Beziehung. Das ist echt ganz schön. Da kommt jetzt eine gute Energie rein. Dann haben wir den Merkur. Der steht für euch in einem guten Aspekt im Haus der Reisen und Pläne, aber eben nur noch bis zum 13. Dann wird er rückläufig. Das heißt, da könnten dann eben auch eure Reisepläne sich ändern. Oder wenn ihr im Urlaub seid, könnte es dazu Missverständnissen, Verzögerungen kommen. Dann haben wir eben ganz wichtig, die Venus im Partnerhaus ist eine Opposition zu eurer Sonne, also eine Spannung, aber es ist eben mit Venus immer eine gute Spannung. Und das bedeutet einfach Begegnungen, interessante Leute, gerade auch Steinbock. Männer haben jetzt sehr gute Chancen, eine süße Frau zu treffen. Und Steinbock und Krebs ist halt auch eine tolle Harmonie. Also es kann auch sein, dass ihr jetzt eben Krebspartner trefft und das würde auch sehr gut zur Steinbock-Sonne passen. Und die Venus läuft erstmal in die erste Dekade und solange sie dort ist, bildet sie auch noch keine schwierigen Aspekte. Ist also besonders angenehm für die Steinböcke, die in der ersten Dekade Geburtstag haben. Der Mars steht auch im Löwen, auch für euch im 8. Haus. Das kann natürlich auch die eine oder andere Auseinandersetzung in festen Beziehungen mit sich bringen, aber ich denke mal, es kann auch schönen frischen Wind reinbringen und auch eure sexuelle Aktivität stärken, wenn ihr schon in einer langfristigen Partnerschaft drin seid. Genau, dann noch ein paar Daten. Am 3. wird der Uranus dann tatsächlich rückläufig, haben wir ja schon drüber gesprochen, bildet dann eine besondere Kraft. Das ist aber erstmal egal, weil der läuft, ist in der Zeit so langsam, dass er sowieso die ganze Zeit auf einem Grad steht und immer denselben Einfluss auswirkt. Dann am 4. wird dann hier das Quadrat zwischen Pluto und Jupiter exakt, ne? Das Geldthema könnte sich da eventuell nochmal zuspitzen. Und dann haben wir auch schon den nächsten sehr, sehr wichtigen Aspekt und das ist dann eben für euch der Vollmond. Montag am 7. um 20.20 Uhr erscheint als partielle Mondfinsternis und das Ganze für euch jetzt von den Sonnenhäusern her auf der Achse 2,8 und das ist die Werteachse. Ja, das geht also jetzt, wenn es emotionale Auseinandersetzungen gibt, dann geht es da um gemeinsame Wertethemen. Hier sind die gemeinsamen Werte, also die sind sowieso jetzt sehr betont bei euch. Da habe ich in meinem Video Folge deinem Herzen auch drüber gesprochen, weil da jetzt für euch der Mondknoten steht. Sehr wichtiges Thema. Und zu diesem Vollmond kann eben darum vielleicht einen Krach geben oder eine Auseinandersetzung. Also achtet da mal drauf, dass ihr da vielleicht gerade nicht eine Grundsatzdiskussion über das Geld führt. Genau. Dann haben wir aber auch schon einen Top-Tag am 9. und am 10. Das sind 2 gute Tage. Für die Steinbock-Geborenen, denn da haben wir eine wunderschöne Konstellation zum Flirten und für Liebesfantasien. Und die ist auch gut für Steinböcke in fester Beziehung, weil ja hier aus dem 8. Haus ihr einen Aspekt von Glücksplanet Jupiter empfangt. Der steht für euch im 10. Haus und das bedeutet vielleicht, dass ihr berufliches Verständnis mit dem Partner habt. Ne, das ist ja auch für einen Steinbock auch immer sehr wichtig, dass er dass seine berufliche Tätigkeit vom Partner akzeptiert wird und auch umgekehrt.
Genau, und diese Tage sind ja dann auch Teil der super heißen Flirtphase. Die geht vom 9. bis 12. August und für euch ist das halt super schön, weil nämlich die Venus, die ja bei euch im Partnerhaus steht, einen super schönen Aspekt zu Romantikplanet Neptun wirft. Der steht auch günstig für euch, stehen beide günstig für euch. Merkur steht auch günstig für euch, Liebesgeflüster und so weiter. Also ist eine tolle Phase, gerade auch wenn ihr in Urlaub seid, für eine Urlaubsliebe vielleicht. Und gleichzeitig beginnt die Venus dann auch ihren Durchgang durch die zweite Dekade des Steinbockszeichens. Die bekommt dann eben Spaß mit der Venus. Dann haben wir am 13. wichtiger Termin. Der Merkur wird dann rückläufig im Zeichen Jungfrau und das dauert bis zum 5. September. Steht für euch im 9. Haus der Pläne. Das heißt also, Pläne müssen vielleicht nochmal revidiert werden. Oder ihr stellt fest, dass Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, dann doch nicht so laufen. Und in der Zeit vom 13. bis 5. September, also 13. August bis 5. September, müsst ihr auch damit rechnen, dass, wenn ihr Pläne macht, sich daran nochmal was ändert. Das müsstet ihr im Hinterkopf behalten. Das wäre ganz wichtig. Und es ist halt auch eine Zeit, in der man möglichst keine wichtigen Verträge unterschreiben sollte. Das hat sich ja inzwischen rumgesprochen. Am 13. beginnt dann auch die Herzensbrecherphase, wie ich es genannt habe. 13. bis 18. August ist also wirklich schwierig und auch gerade für euch, weil nämlich die schwierigen Aspekte zur Venus jetzt genau bei euch auf der Partnerachse stattfinden. Die Venus geht hier in Spannung zu Pluto und dann auch noch in Spannung zu Jupiter hier. Und das sind alles Aspekte, die eben sehr starke Spannungen auf die Steinbocksonne werfen. Und ihr habt auch noch die Rolle des Plutos, der steht ja bei euch im Zeichen. Und Pluto ist halt schon auch ein harter Aspekt. Also es kann wirklich passieren, dass ihr, gerade jetzt auch mit Pluto-Jupiter, das ist so ein Rechthaber-Aspekt. Ja? Da gilt dann für euch auch die Devise, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Also wenn ihr gerade, und dann ist der Steinbock, auch wenn er so überzeugt ist, dann gibt er auch nicht gerne nach. Ja? Und manchmal lohnt es sich dann aber doch nachzugeben, auch wenn ihr wisst, dass ihr recht habt. Das wäre in dieser Phase vielleicht ganz günstig, besonders eben für diejenigen, die schon feste Beziehungen haben oder auch wo es um Freundschaften geht, ne? Solche Sachen. Und wenn ihr halt jemand Neues kennengelernt habt, dann kann das einfach sein. Mit Venus, Pluto ist so ein Herzensbrecher-Aspekt, ne? Dass man dann einfach feststellt, oh, da war ja noch was anderes, was ich noch nicht wusste oder so. Ne? Dann rüstet euch mal dafür, dass um diese Zeit rum vielleicht irgendwas rauskommt, was ihr dann erstmal verdauen müsst. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Und die Venus in eurem Partnerhaus, die zeigt eben auch Flirtpartner, die alles sehr persönlich nehmen, weil sie im Krebs steht. Das heißt also, da müsst ihr dann auch viel Empathie aufbringen, selbst wenn ihr selber gerade unter Stress steht, was sehr wahrscheinlich ist. Hoffentlich habt ihr in der Zeit Urlaub. Am 18. zum Ende dieser Phase geht dann die Venus, die ja hier im Krebs steht, in die dritte Dekade des Steinbockzeichens. Dann haben wir am Samstag, den 19. und Sonntag, den 20. ja das Partywochenende. Da geht der Mond ab 20 Uhr dann in den Löwen. Und das Ganze spielt sich für euch im Haus der festen Partnerschaften ab. Also vielleicht ist es ja hier auch noch mit der Venus im Familienzeichen Krebs ja ein Wochenende, wo ihr eine schöne Familienfeier anstehen habt. Montag dann ist der große Tag der Sonnenfinsternis und da haben wir den Neumond dann im Löwen und das Ganze für euch im 8. Haus. Das sind die gemeinsamen Werte, die ihr habt. Und die Stichworte waren ja Kreativität, Exzellenz und Manifestation. Das heißt, ihr habt jetzt Ideen, die euch zusammen mit anderen reich machen können, wenn ihr sie umsetzt. Ja, das sind Ideen, die eure gemeinsamen Werte vielleicht steigen lassen. Also das ist eine sehr, sehr tolle Phase für euch. Und vielleicht geht es eben auch darum, um eine gemeinsame Anschaffung. Oder wenn ihr jetzt nicht in der festen Beziehung seid, sind es vielleicht auch Sachen, wo ihr mit Freunden oder mit Finanzpartnern gemeinsam euch was überlegt. Dafür wäre das auch eine gute Zeit. Und zum Vollmond am 6. September zeigen sich vielleicht schon erste Ergebnisse. Dann habe ich für euch noch einen Top-Tag gefunden. Das ist der Dienstag, der 22. August. Da haben wir die Venus in einem schönen Aspekt zu heiler Planet Chiron. Das heißt, Heilung ist möglich, Heilung einer Beziehung. Und man erfasst jetzt hier mit Intuition das, was man vielleicht mit Worten nicht ausdrücken kann. Und ihr kriegt mit, was ein geliebter Mensch braucht.
Das wäre an diesem Tag. Dann am 23. August, da geht die Sonne ins Zeichen Jungfrau und damit steht sie dann den ganzen Monat über, solange sie in der Jungfrau ist, wieder in einem sehr schönen Aspekt zur Steinbocksonne. Also 23. August bis 22. Dezember, September, eine gute Zeit für euch, auch nochmal um Pläne zu machen, besonders nachdem der Merkur wieder direktläufig geworden ist dann. Jetzt haben wir noch einen schwierigen Aspekt, den müssen wir noch ansprechen. Die Venus weiterhin in eurem Partnerhaus macht einen harten Aspekt zu Saturn und der steht ja in eurem Familienhaus. Das sind nochmal so 2 Tage, wo man Gefahr läuft, eine Beziehung zu zerbrechen, wenn man zu hart auftritt, wenn man nicht nachgeben will oder eben auch aus einem Impuls heraus. Also bitte passt in den Tagen auf, dass ihr keinen Liebesfehler macht, den ihr vielleicht hinterher bereuen würdet. Und das betrifft wohl besonders die letzte Dekade des Steinbockzeichens. Ebenfalls am 24. August, für euch jetzt sehr wichtig, weil ihr ja Steinböcke seid, euer Herrscherplanet Saturn läuft dann wieder direkt. Der war ja vorher ein paar Monate rückläufig und vor allen Dingen jetzt auch im August hat die ganze Zeit auf demselben Grad gestanden, nämlich 21 Grad Schütze. Und wenn der dann jetzt wieder direkt läuft, dann bildet der sehr, sehr starke Manifestationskräfte. Ne? Also das ist für euch eine Zeit, überhaupt der ganze August, wo ihr sicherlich in der Lage seid, auch einiges umzusetzen, was ihr euch vorgenommen habt. Und ihr seid ja da sowieso die Weltmeister im Manifestieren und das verstärkt sich eben diesen Monat nochmal. Vor allen Dingen natürlich auch rund um den Neumond und die Sonnenfinsternis rum. Genau. Ja, am 26. August tritt dann die Venus ins Zeichen Löwe ein. Und am 27. August habe ich nochmal einen Top-Tag für euch gefunden. Der ist ganz toll für glücklich Liierte im Urlaub. Hier Urlaubsflirt und Urlaubsstimmung, aber diesen Flirt bitte, wie besprochen, mit Vorsicht genießen. Und dann haben wir am 31. August schließlich noch den Merkur, der ist rückläufig, ja, und der läuft dann zurück in den Löwen. Und das waren die wichtigen Konstellationen im August. Wenn ihr eine Beratung braucht, dann braucht ihr euch nur auf meiner Webseite umzuschauen. Versteckt sich hinter dem kleinen i-Zeichen alle Infos und ihr könnt die Beratung auch direkt buchen. Außerdem noch der Hinweis, ihr könnt auch an meinem Webinar teilnehmen. Am 28. Juli habe ich einen Termin mit Antonias Sterne und da könnt ihr zum günstigen Preis euch eine Frage über euer Horoskop beantworten lassen in einer Gruppe. Es ist sehr, sehr schön immer. Danach gehe ich bis September mit dem Webinar in die Sommerpause. Und dann gibt es ja eben wieder eine Kurzberatung bei mir zu gewinnen, 15 Minuten. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann postet mir doch bitte einen netten Kommentar, wo ihr mir so ein bisschen mitteilt, wie ihr mit den Videos klarkommt, was euch dran gefällt, auch vielleicht, was ich noch besser machen kann oder mir eure Frage stellen könnt. Und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei und könnt da gewinnen. Und der Gewinner wird dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Und falls noch nicht geschehen, schaut euch doch auch noch mal das Video Folge deinem Herzen an rund um den nördlichen Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen.